Telefonnummern wieder erreichbar. Ja, hallo, guten Abend. Und zwar geht es heute um Kugellager abziehen der Kurbelwelle. Ne? Das ist ja immer so ein springender Punkt. Ja. Ich möchte das aber heute mit Werkzeug zeigen und nicht, wie man das irgendwie anders machen kann. Doch, zeige ich auch, aber ich zeige jetzt zuerst mal nur mit Werkzeug. Also, man sollte sich auf jeden Fall so einen Splitter, also einen Spalter, besorgen. Das wäre ganz wichtig. Ja, das sieht dann so aus, das Ding. So, ich zeige euch das mal ganz schnell, wie das gehen war würde. Man baut sich das Ding hier dran, zieht das hier zusammen. So zieht man am besten die Kurbelwellenlager ab. Also ohne viel Verschleiß, ohne viel kaputt zu machen, sagen wir mal so. So, jetzt nimmt man 19er Schlüssel, zieht das fest. Ich mache das aber ein bisschen radikaler. Der ist knallhart angezogen, das Lager. Also das Lager ist knallhart angezogen. Ich mache das ein bisschen radikaler, indem ich dann einfach nur den 19er Schlüssel auf den Presshammer drauf ziehe. Ziehe das dann fest. Damit zieht sich das ganze Gerät ab. So, somit hat sich das Lager von der Kurbelwelle abgezogen. Jetzt haben wir das schon mal einen Abstand zwischen Kurbelwelle und Lager. Ist jetzt ein Absatz drin. Dann nimmt man sich den Abzieher. Das ist so eine Sache. Man sollte sich so ein Ding hier zulegen. Gibt die Alternative solche oder sowas. Sollte aber auch ein bisschen was größer sein. Das sind 150 mm. Das ist schon was Großes. Den setze ich mir dann immer dazwischen. Muss ich einen mal andersrum haben. Ah, stopp. So, den setze ich mir dann genau dazwischen. Seht ihr das überhaupt? Ja, ne? Den setze ich mir immer dann genau dazwischen. Schön in die Kanten rein. So. So, das ist noch ein altes Gerät. Die neuen werden bestimmt einen anderen Millimeter haben. Das ist jetzt zum Beispiel 18 mm. Geräte muss ich mir so einen alten Schlüssel nehmen. Weil 18 ist heutzutage selten geworden. Ja, und dann zieht man. Man kann so. So dreht sich alles. Bringt nichts. Man sollte das Gerät dann auch festhalten, also den Halter. Den Schlüssel ansetzen. Und abziehen. Ja, tak, tak, tak. Der macht schon schöne Geräusche. Diese Geräusche sind gut. Black hat er jetzt gemacht. Tschack. Und Lager ist ab. So nimmt man das Lager aus einer Kurbel raus. Ganz einfach. So, jetzt noch mal ganz kurz darauf anzugehen, was ich vorher gesagt habe. Früher, bevor ich solche Geräte hatte, war so ein Lager da drauf. Und da habe ich hier wie ein Verrückter mit dem Meißel reingeschlagen, rechts, links, rundherum. Und naja, was zerstört man? Man zerstört auf jeden Fall das Lager. Ja, gut. Lager müssen sowieso getauscht werden. Das ist nämlich noch wunderbar. Ja. Man hört nichts. Das ist auch noch gut. Problem ist, bei diesem Schlagerei, man hat immer hier reingeschlagen. Und hier ist so ein, ja, ein kleiner Abstand zwischen Grund und Lager, dass das Lager sich überhaupt drehen kann. Weil halt der liegt hier auf dem Grund
und das Außenlager liegt dann frei, damit sich das auch drehen kann. Und wenn du hier dann reinholst, verrückter, egal, machst du alles kaputt. Erstens. Zweitens, du hast Kanten drin. Und drittens, ist nicht mehr schön. Das ist sauber. Das ist eine wunderbare Kurbelwelle. Da ist nichts dran. Das sieht perfekt aus. Ich zeige euch das ein bisschen näher noch. So, da ist nichts dran. Die ist zwar verrostet. Okay, das ist auch nur ein Beispiel. Aber man sieht nichts. Also man sieht keine Kante. Man sieht noch nicht mal, ob ein Kugellager drauf gewesen ist. Wenn man es nicht wüsste. Ne? Ja, das ist die Sache. Also, wichtig ist, auf jeden Fall, sich so ein Teil zu besorgen. Moment mal, ich besorge jetzt mal hier eine andere Einstellung. Ne? Also den Splitter, den Spalter, den Spalter, dass man überhaupt unter die Kurve will, weil die Lager sitzen ja so tief da drinnen. Da kommt es ja nur ein Schraubenzieher rein. Jetzt habe ich das früher auch wirklich so gemacht, dass ich mir einen dicken Schraubenzieher genommen habe, habe den dann ein bisschen abgespalten, ne, und bin dann mit dem Meißel runtergegangen. Geht auch. Ja. Ist aber nicht so schön, weil man macht alles kaputt. Geht aber. Auf jeden Fall. Man sollte sich so ein Ding holen, das kostet 15 Euro. So ein Spalter kostet 15 Euro. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, weil dann verlinke ich euch das Ding hier. Das ist nochmal kein Problem. Na? So. Wenn der Spalter drauf ist, der hat das Kugellager hochgezogen. Jetzt kommt so eine Sache. Man muss nicht unbedingt so ein Ding haben. Muss nicht unbedingt sein. Nicht unbedingt. Sollte man aber besser haben. So hat Cost Made in China nicht viel. Das ist zwar alles deutsche Wertarbeit, West Germany. Naja, ist alles teuer geworden. Ich sag euch jetzt nur, man kann es auch anders machen. Wenn dann das Lager drunter ist, man hat es hochgehoben, wenigstens ein wenig. Boah, ist zwar radikale Lösung, ist aber so. Man kann das dann irgendwo so mit dem Hammer auch rausschlagen. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich selber was baut. Und zwar, man nimmt sich ein Eisen. Zum Beispiel so hier. Man nimmt sich so ein Eisen. Loch gebohrt. Loch, Loch. Hier Gewindestange rein, festziehen, festziehen. Und hier dann sowas, wie ich hier gemacht habe, rein. Und man kann dann mit dem Gewinde das auch hochziehen. Das ist was anderes. Das ist ein Polrad-Abzieher. Den habe ich mir auch selber gebaut. Den verlinke ich euch oder guckt in meine Videos. Da werdet ihr das sehen. Das ist ein Polrad-Abzieher. Habe ich mir auch selber gebaut. Ist mir sonst alles zu teuer. So, ja. Aber nur mal zu dem Video zurückzukommen, hier mit Spalten hochziehen, das heißt, das Kugellager ist abgesetzt oder gespalten von der Kurbelwelle. Man hat Platz, das auch auszupressen oder hochzuziehen, weil ein Kugellager halt so tief sitzt. Das ist immer schwierig, Entschuldigung, das ist immer schwierig, das auch abzuziehen. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Danke. Ciao, ciao.